Und wir stehen hier vor einem kleinen Problem. DBBC fehlt uns. Okay. Wo ist hier der nächste Computer und Stanzer, ist die Frage. Ist eigentlich wieder dieselbe Konstellation wie vorhin, oder? Wir haben nicht zufällig DBBC dabei. Nee. Dann müssen wir wohl wieder. Was ist das hier eigentlich? Ach ja. Hier weiß ich auch nicht, wofür das gut war. Okay, müssen wir wohl noch mal ein bisschen stanzen gehen. So. Ach, wir können auch in dem Raum da rechts stanzen. Vielleicht geht das sogar schneller. Na, ich weiß nicht, ob schneller geht. Weil wir jetzt wieder kämpfen müssen, das kostet Munition. Okay, wir haben gerade noch genug. Dann machen wir das mal. Ach nee, komm, nicht der auch noch. Das ist so ungünstig, wenn das passiert. Denn jetzt müssen wir nach links, müssen den bekämpfen. Ach nee, da ist sogar eine Sperre. Wir kriegen den gar nicht bekämpft. Was kann man da überhaupt machen jetzt? Und jetzt befreit er alle. Nee, das war nix. Okay. Ja, hier ist eigentlich gut. Hier können wir direkt hier lang gehen. Wir wollen DBBC stanzen oder was, ne? DBBC. Wenn man den befreit, dann. Okay, jetzt ein bisschen anders laufen hier. Ja, so geht's. DBBC Stanzen. Ich würde sagen, wir versuchen es mal hier. Aber kriege ich so schnell das hin? Nee. Gucken, wo fährt er hin? Okay, links abbiegen. Nee, nochmal links. Ja, so. Das war 114. Was? Was? Eine positive Energiestation wurde deaktiviert. Und jetzt. Jetzt geht das nicht mehr mit dem PC. Okay, was ist dann, wenn wir den im Nebenzimmer nehmen? Da bräuchten wir die. Wenn wir jetzt. Was machen wir? Wir biegen links ab. Oder sind jetzt alle deaktiviert hier? Das wäre schlecht. Fuck. Die sind jetzt wohl alle deaktiviert. Wenn jetzt alle deaktiviert sind in diesem Bereich hier, dann können wir keine Lochkarten mehr bauen, oder? Was machen wir denn dann jetzt? Wir könnten.
Nochmal neu laden. Irgendwo weiter vorher, bevor wir die Energiestation deaktivieren. Und dann dieses DBBC. Okay, dann ich prüfe nochmal, ob das wirklich DBBC war. Das sehe ich jetzt im Moment als einzigen Weg. Ja, DBBC. Und hier ist auch kein anderer Weg, ne? Nee. Hier kommen wir anscheinend nicht anders weg. Ich glaube, hier kommt man auch nicht anders weg. Das ist so ein geschlossener Bereich irgendwie, ne? Der jetzt hier anfängt, der besteht nur aus diesen. Wie sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Räumen oder so. Und das hier ist der einzige Eingang und auch der einzige Ausgang, so wie ich das sehe. Okay, DBBC machen wir uns auch noch. Dann laden wir nochmal hier. Und bevor wir die jetzt hier deaktivieren, das ist schon wieder, man denkt, man ist jetzt wirklich fertig damit, ist man doch nicht. Ach, einen Computer gab es da, ne? Können wir das so machen wahrscheinlich. Ja, machen wir so. Also Message an 210 DBBC. Haben wir im Moment den Blaumann? Ja. Das ist gut. So, jetzt müssen wir hier wieder DABC und DBAB. Ja, man denkt immer, dann dauert es ewig oder so, aber es geht schon irgendwie. Also so lang dauert das jetzt auch nicht, was wir. Das ist jetzt diese eine Karte noch zu drucken und den Rest dann nochmal zu spielen. So, hier nochmal DBAB und DABC. Und jetzt den Schlüssel haben wir uns geholt. Jetzt können wir eigentlich direkt oben reingehen. Soll ich speichern? Ne, jetzt haben wir im Moment nur 5 Uhren davon. Oh, da links ist noch so ein Schattenfeld. Vielleicht ist es ein Teleporter. Das werde ich ausprobieren. Aber natürlich erst, nachdem wir die Energiestation wieder in Gang gesetzt haben. Nee, ich meine deaktiviert haben. Wenn das ein Teleporter ist, das würde viel mehr Sinn machen. Verdoppeln.
benutzen, benutzen, benutzen und benutzen. Fertig. Hier ein bisschen das Zeug einsammeln, das ist echt gut. Okay, jetzt haben wir sogar zu viel. Wieder ordentlich leben, das finde ich sehr gut. Benutzen wir das. Was können wir noch? Was können wir noch ablegen? Wir haben viel zu viel Wassereimer, oder? Lassen wir mal ein paar Wassereimer hier. Und jetzt ja, hoch. Jetzt versuchen wir doch mal da links in den Raum zu kommen. Ich kann auch noch ein bisschen einsammeln. Hoch. Ah, was war das denn? Okay, hier gibt es wahrscheinlich mehrere Teleporter. Ja, okay, jetzt auch egal. Und ist das ein Teleporter? Ja! Du folgst einem langen unterirdischen Gang, der fast ohne Licht ist, wo es muffig und modrig riecht, was dich an Kanalisation erinnert. Du wirst nicht wenig überrascht sein, wo du nun herauskommst. Huch, ach, da sind wir! Hier ein Tipp. Dein Ziel ist nun zuerst zur mittleren Zentralstation zu gelangen, um dort etwas abzuschalten. Gehe dazu den bekannten Weg zur Halle der Strahlen. Von dort aus geht es mit der Bahn mit einmaligem Umsteigen zur Station. Okay, mittlere Zentralstation. Ist das die, die wir schon einmal, die so ein bisschen vom Bahnhof nach Südwesten war? Kann das die mittlere Zentralstation sein? Kann gut sein, ne? Halle der Strahlen. Was ist denn der bekannte Weg zur Halle der Strahlen? Ich weiß nicht, welchen Weg der Tipp meint. Aber egal. Ich bin erstmal froh, dass wir überhaupt wieder an der frischen Luft sind. Wieder in bekannten Gegenden hier unterwegs. Was ist das hier? ACBA. Und hier. Ist das der bekannte Weg hier? Ach. Hier kommen wir gerade wieder nicht weiter. Ach doch, wir haben hier einen Kartenleser. Das geht. Aber dann kommen wir auch wieder... Ja, das Problem hatten wir irgendwie schon mal, oder? Dass wir hier nicht wirklich nach unten kommen, wenn wir hier sind. Ich glaube, wir nehmen einfach die andere. Ja, Halle der Strahlen, das wäre ja oben. Aber ich glaube, wir nehmen einfach die andere Tür. Ich gucke mal, welche ist das hier? ADBA. Nee, haben wir auch nicht. Man denkt immer, man hat das schon, aber wahrscheinlich haben wir es nur oft gelesen. Wir haben da wahrscheinlich immer die Fernbedienung benutzt. Wie machen wir es dann? Müssen wir irgendwo außen rumlaufen wahrscheinlich aber, ne? Das ist ACBA.
Das haben wir, glaube ich, auch nicht, ne? Nee. Dann laufen wir jetzt ein bisschen. Können wir hier runter? Ich weiß schon gar nicht mehr. Können wir hier weiter? Nee, ich glaube nicht. Hier kann man, glaube ich, weiter, oder? Kann man hier irgendwie nach Süden? Oha. Ich könnte versuchen, links an das Ufer zu kommen und dann irgendwie ganz schnell. Nee, das war schlecht. Und jetzt sind wir wieder hier. Können Leben benutzen, immerhin. Und den endlich mal erledigen. Und so müsste es auch gehen eigentlich, ne? Was war das? Ist das eigentlich der gewollte Weg hier? Total der lange Weg irgendwie. Natürlich, ey. Ich mag diese Augen nicht, die man überhaupt nicht verhindern kann. Also wenn es schon Augen gibt, das ist ja sowas wie, weiß nicht, die Augen bedeuten, wenn du dich da zu lange aufhältst, dann kommt ein Monster raus. Ich finde es halt irgendwie doof, dass daraus jetzt im vierten Teil sowas wie geworden ist wie du kannst so schnell sein, wie du willst, es kommt immer ein Monster raus. Was ist das denn da für ein Schlüssel? Hatten wir den schon? Dafür noch irgendwelche Wege? Das Gebirge hier? Ich weiß gar nicht. Naja, das war Schlüssel 9, den hatten wir schon. Oh, okay. Eine positive Energiestation wurde deaktiviert. Heißt das jetzt, dass alle Terminals weg sind? Also ausgeschaltet sind oder sind das jetzt nur bestimmte? Huch, wo geht's nicht weiter? Ist das hier eine Sackgasse? Scheint fast so. Okay. Ja, und von hier kommen wir auf jeden Fall zum Bahnhof. Und dann kommen wir bestimmt auch zu irgendwelchen Energiestationen und so weiter.
So. Und jetzt sind wir wieder am Bahnhof. Sehr schön. Von hier aus wollen wir jetzt zur mittleren Energie. Nee, hieß sie mittlere? Oder zentral? Mittlere Zentralstation. Oder so. Und ich würde sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Ich speichere jetzt wieder. Ist es 31 oder 32? Nee. Enter zum. Escape zum. Das ist schon Nummer 32. Okay. Dann machen wir das dann beim nächsten Mal. Also bis bald.